Wanner steht nicht zuletzt für Motorsägen. Das ist das, was die Leute erwarten, wenn sie herkommen. Jetzt sind wir in der Messehalle, da können wir also nicht mit Benzinmotorsägen arbeiten. Wir wollten unseren Besuchern tatsächlich das Erlebnis einer Motorsäge präsentieren. Und das ging natürlich in der virtuellen Realität am allerbesten mit Augmented Reality. Ja, die Aktion war wirklich ein Erfolg, das kann man schon sagen. Wir haben sehr, sehr viele Teilnehmer schon gehabt und das jetzt an den ersten Messetagen. Und wir erwarten, dass noch viele, viele Teilnehmer weiter mitmachen werden. Die Möglichkeiten bei Augmented Reality sind nahezu unerschöpflich. Das heißt, man muss die eigene kreativ walten lassen und fragen, was kann ich mit der Technik machen? Was kann ich erfahrbar, erlebbar, was kann ich steuerbar machen? Und ich denke, da fällt einem noch sicher viel ein.